So. Eine Säurefalle. Und noch eine Säurefalle. Da kommen dann noch Wandfallen hin. Und den Rest pflastern wir dann hierzu. Für den Fall, dass Helden da lang gehen. Oh, und das Arcanum muss ich noch besetzen. Fällt mir gerade so auf. So, Squad 2 und 3 können wir hierhin verschieben. Das Skelett noch upgraden. Da muss ich gerade mal gucken. Verschiedene Räume ist okay. Dungeon-Stufe. Dungeon-Stufe 10 erreichen. Ja, ist klar. Heldenfolterung, noch 4 Stück, die wir foltern müssen. Ah, schnappt euch mal den da. Der sieht gut aus zu foltern. Genau. Yeah, yeah. Wegwaschen. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die patrouillierenden Helden. Den da können sie ruhig foltern. Die anderen, die mosche ich mal weg. Einfach so. Für Materialien. Und für Sams Gerechtigkeit. Oder so ähnlich. So, du noch. Treffsicherheit gesenkt, ist gut. Noch mehr Treffsicherheit gesenkt. Und einfach mal sterben. So. So, ich glaube, das waren die patrouillierenden Helden. Dann warten wir mal kurz, gucken wir mal kurz, wie weit die hier mit Foltern sind. Wenn die nämlich ausgefoltert haben, dann hole ich die 3 Helden hier oben noch. Zum Foltern. Oder können hier bis zu 5 Helden gelagert werden zum Foltern. Und scheinbar hier noch auf dem Tisch. Ah, dann holen wir uns die mal. So, weg mit denen. Habe ich hier irgendwo einen Helden übersehen? Weil mir jetzt... Na, mir wird keiner mehr angezeigt. Heroes are entering your dungeon. Oh. Dann schnappe ich mir halt die da noch. Ein Level 2 Krieger und ein Alchemist. Jo. Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich rennen die nicht da irgendwo durch. Hm? Was willst du noch holen hier? Hier oben ist nämlich nichts mehr eigentlich. Ah doch, hier war noch einer. Okay. Dann wären da eigentlich noch die anderen beiden. So, jetzt kommen die 3 schon mal an und bringen ihre... Helden unter. Oh, ich habe sehr viel Materialien wieder. Habe ich schon Stufe 3 Helden? Einheiten wollte ich sagen. Jo, habe ich. Den kann ich dann auch gleich schon mal upgraden. So, und die anderen beiden bleiben da wohl einfach liegen, hä? Ja, scheinbar. Scheinbar können wirklich nur 3 Stück hier reingepackt werden.
Die anderen werden gar nicht geholt. Okay. Wie viele müssen überhaupt noch gefoltert werden? Mir fällt gerade so auf, dass durch das Einheitenbeschwören geht mir ein weiterer Punkt verloren. Wie viele Punkte brauche ich eigentlich überhaupt noch? Ich brauche 4. Ich brauche 8. Ich brauche 13 Punkte. 3 habe ich, also brauche ich noch 10. 11 Punkte brauche ich. Ich habe 3, also brauche ich noch 8. Gut, wie kriege ich die zusammen? 2 hier, 3 hier. 2 hier. 3 hier macht 5. 2 hier macht 7. Und hier kriege ich noch mehr als genug Punkte wahrscheinlich raus. Ah, ich kriege Punkte mehr als genug. Zusammen, denke ich mal. Deswegen, sobald die hier mit Foltern fertig sind, ich wollte gerade eigentlich gucken, wie viel ich noch foltern muss. Keine mehr. Okay. Wollte ich eigentlich hier die Imps abziehen. Das sieht wirklich alles so nett aus, was die hier machen. Ja, okay. Ah. Die da kann ich noch verdreschen. Da habe ich halt nicht mehr so eine hohe Einheitenvielfalt, aber ich krieg wenigstens 5 Squads diesmal zusammen. Hm. Außerdem könnte ich dann bald mal meine erste Schatzgrube bauen. So, weg mit der Bogenschütze, weg mit dem Kleriker. So, öffne dich, Truhe. Weg mit dem Feuerhexenmeister. Gut. Dann hier so. So. Okay. Ah, ich habe zurzeit gar keine Imps frei. Aber ich habe schon mal 4 Punkte für die Waffen. Ah, weil ich alle Einheiten ausgerüstet habe. Verschiedene Fallen. Gibt auch noch Punkte. Naja gut, dann setze ich mal. Kostet mich zwar 20 Materialien, die ich eigentlich für meine erste Schatzkammer geplant hatte, aber gut. Machen wir das mal so. Nebenbei, wo setze ich die dann hin? Am besten ganz weit weg hier oben. Was war überhaupt in der Truhe? Eine Rune? So, ich habe 550 Materialien. Dann setze ich hier oben mal meine erste Schatzkammer hin. Währenddessen meine Truppen nach hier. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch 4, 3, 7, 6. Hier für Fallen kriege ich, für kostenlose Einheiten kriege ich 3. Fürs Graben kriege ich auf jeden Fall auch noch und für die Überfälle. Jo, das sieht gut aus. I feel the need. Für Dungeon Stufe 10 kriege ich wahrscheinlich nie die nötigen Punkte zusammen. So. Bum, bum, bum. Doch, Dungeon Stufe 6. Jetzt habe ich den Punkt gekriegt. Here I go again.
Noch ein Punkt und ich kann den letzten Squad freischalten. Beziehungsweise den ruhenden Squad. Den letzten Squad kann ich noch gar nicht freischalten. Oh, how tedious! I have wings, don't I? Zu wenig Materialien für. Ja, ich muss sie auf jeden Fall noch auf Materialien-Mission schicken. Jetzt kriege ich aber erstmal wieder Materialien, die ich die Helden hier töte. Und der ihre Kiste plündert. So, was haben wir hier drin? Noch ein Feuermagier. Helden im Dungeon. Ah, oh, da war diesmal 10 Gold drin. Juhu. Das ist ja eigentlich so gut wie nichts. Oh, Truppenaufstieg. Ja, der untere Trupp ist auch schon Level 3. Sauber. So, dann beschwöre ich Imps. Ja, meine Truppen sehen alle nicht so gut aus. Ich muss jetzt warten, bis Imps frei sind, dass ich die mal opfern kann. So, jetzt ist ein Imp wenigstens mal frei, den ich zum Opfern schicken kann. So, den ersten Squad machen wir mal wieder voll. Mit Ausrüstung. Dann schicken wir die Jungs los, Materialien besorgen erstmal. Sobald der fertig ist. So, alle schön in die Opfergrube springen. Baal produziert nach. Okay, ein Materialüberfall für den Squad. So ein 100er brauchen wir eigentlich nicht. Ja, sieht schon mal gut aus. Zu wenig Materialien, zu wenig Materialien. Zu wenig Materialien. Rüstung bereits angelegt. Immer auf das Scheusal losgehen hier. So, weg mit dir. Einheiten beschwören, kostenlose Einheiten. Darum sollte ich mich jetzt auch mal kümmern. Deswegen geht ihr beide mal. Und ihr beide mal. Dorthin und besorgt mir kostenlose Einheiten. Ja, ich krieg mehr als genug Punkte zusammen. Darauf verzichte ich halt auf 3 Einheiten. Außer ich mache die beiden hier noch. Aber nee, den Kobold fand ich nie so toll und das Schreckgespenst ist. Der Rachegeist ist auch nicht so besonders. Nee, bleiben wir so. Dann füllen wir den Runenspot mal mit kostenlosen Einheiten, genau. Runentrupp. Oh, und wir haben genug Materialien. Naja, nicht ganz. Genug Materialien.
können schon mal hier so machen. Und